Halten Sie einen Augenblick, Brandes. Wo? Hier vor dem Postamt? Ja, bitte, vor dem Postamt. Ich muss schnell vor dem Mittagessen etwas erledigen. Aber es schneit. Bleiben Sie im Auto. Ich will es für Sie tun. Danke, Brandes. Das kann nur ich erledigen. Ich bin gleich wieder hier. Ist das der Schalter für postlagernde Sendungen? Jawohl. Sie wünschen... Ist ein Brief für mich da? Ihr Name, bitte. Was, mein Name? Ach so, Schulze. Hier in Berlin gibt es viele Schulzes. Wie ist Ihr Vorname? Eduard. Einen Augenblick. Ich will schnell nachsehen. Alfred, Anton, Berthold, Eduard. Sie sind also Eduard Schulze. Jawohl. Hier ist ein schöner, dicker Brief für Sie. Hoffentlich stehen gute Nachrichten drin. Ja, hoffentlich. Besten Dank. Da sind Sie, Frau Kunkel, und decken den Tisch. Aber die Teller stehen nicht ganz richtig. Seit wann ist das Ihre Sache? Der Herr Generaldirektor kommt gleich, dann muss alles schön aussehen. Was gibt es denn zum Mittagessen? Kaviar? Rebhühner? Machen Sie keine Witze, Johann. Kennen Sie unseren Herrn Generaldirektor noch nicht? Ich kenne ihn viel besser als Sie. Generaldirektor Tobler ist ein Millionär. Er besitzt Banken, Fabriken, Warenhäuser, Schifffahrtslinien, aber... Ja, ich weiß. Aber er ist trotzdem ein einfacher Mann. Leider isst er Rosenkohl und Würstchen lieber als Kaviar und Rebhühner. Heute gibt es wieder seine Lieblingsspeise, Nudeln mit Rindfleisch. Ausgezeichnet. Aha, da ist die Zeitung. Sie haben sie sicher schon gelesen, ich kenne sie. Was steht denn drin? Die Gewinner stehen drin. Was für Gewinner? Die Gewinner des Preisausschreibens der Putzblankwerke. Ach so. Den ersten Preis hat ein Dr. Hagedorn bekommen und den zweiten ein gewisser Herr Schulze. Der Preis ist 14 Tage Urlaub in den Alpen. Und dafür müssen Sie keinen Pfennig zahlen. Geben Sie mir die Zeitung, das will ich auch lesen. Merkwürdig. Dieser Herr Schulze hat keine Adresse. Er wohnt postlagernd. Kann man denn postlagernd wohnen? Heutzutage ist alles möglich. Mahlzeit, Kinder. Das war ein ausgezeichnetes Essen. Es geht nichts über Nudeln mit Rindfleisch. Und hinterher muss man eine gute Zigarre rauchen. Haben Sie irgendwelche Aufträge für mich, Herr Generaldirektor? Jawohl. Nehmen Sie Platz, Johann. Sie auch, Frau Kunkel. Bleibt da, Hilde. Ich muss euch etwas sagen. Was kann das wieder sein? Ach, du lieber Himmel. Ruhe. Ihr wisst, ich schrieb im Sommer unseren Putzblankwerken und gab ihnen den Auftrag, ein Preisausschreiben zu machen. Ja, Vater, ich weiß. Aber eins wisst ihr nicht. Ich habe den zweiten Preis gewonnen. Was? Du hast den zweiten Preis im Preisausschreiben deiner eigenen Fabrik gewonnen? Unmöglich! Den zweiten Preis hat ein Herr Schulze gewonnen. Und dieser Herr wohnt postlagernd. Vielleicht habe ich den Preis unter dem Namen Schulze gewonnen. Na, als Chef kann man leicht gewinnen. Aber warum haben Ihre Direktoren Ihnen nicht den ersten Preis gegeben? Schöne Direktoren haben Sie. Ruhe, Frau Kunkel. Die Direktoren wissen gar nicht, wer Schulze wirklich ist. Was ist denn dieser zweite Preis? 14 Tage Urlaub im Grand Hotel in Bruckbeuren, Hin- und Rückfahrt zweiter Klasse. Ach du lieber Himmel, jetzt verstehe ich es. Du willst als Herr Schulze nach Bruckbeuren reisen. Richtig. Ich reise diesmal nicht als der Millionär Tobler, ich reise als ein armer Teufel namens Schulze. Da kann ich endlich die Menschen kennenlernen. Morgen kaufe ich einen Anzug von der Stange, billige Hemden. Was für eine Schnapsidee. Du wirst wie ein Lump aussehen. Das kann schlecht enden. Keine Angst, mein Kind. Johann reist auch nach Bruckbeuren. Wir werden im gleichen Hotel wohnen, aber er wird mich nicht kennen.
Schrecklich. Muss das sein, Herr Generaldirektor? Jawohl. Morgen bestellen wir Ihnen ein paar Anzüge bei meinem Schneider. Sie werden wie ein Fürst aussehen. Aber ich will gar nicht wie ein Fürst aussehen. Johann, Sie reisen als reicher Geschäftsmann und verkehren nur mit Baronen und Filmstars. Verstanden? Wie Sie wünschen, Herr Generaldirektor. Aber kann ich wenigstens manchmal in Ihr Zimmer kommen und aufräumen? Auf keinen Fall. Der Herr Generaldirektor hat immer merkwürdige Ideen gehabt. Aber so etwas habe ich noch nie gehört. Herein? Ach, Sie sind es, Herr Franke. Guten Morgen, Frau Hagedorn. Darf ich gratulieren? Ihr Sohn ist ein großartiger Kerl. Er hat wieder ein Preisausschreiben gewonnen und den ersten Preis bekommen. Mhm. Diesmal ist es also eine Wintersportreise in die Alpen. Das Grand Hotel in Bruckbeuren soll sehr schön sein. Na, wann geht es denn los? Schon in 5 Tagen. Es ist bestimmt wieder so ein vornehmes Hotel. Da hat jeder einen Smoking. Nur mein Junge muss in seinem alten blauen Anzug herumlaufen. Wie viele Preisausschreiben hat der Herr Doktor eigentlich schon gewonnen? Das ist das 7. So. Vor 3 Jahren gewann er die große Mittelmeerreise. Und für diesen Preis musste er nur 2 Sätze über eine neue Zahnpasta schreiben. Der Junge hat Talent. Von da an ging es immer weiter. Zuerst 2 Wochen in Österreich, dann eine Reise an die Nordsee. 2 Monate später eine kostenlose Kur in Bad Homburg. Der Junge war damals gar nicht krank, aber so etwas kann nie schaden. Dann kam die Fahrt nach Stockholm und letzte Pfingsten 14 Tage in Monte Carlo. Frau Hagedorn, Sie dürfen stolz auf Ihren Sohn sein. Wo ist denn der Herr Doktor? Darf man ihm gratulieren? Er ist heute sehr früh fort. Er sucht wieder mal eine Stelle. Schrecklich. Ein talentierter Mensch wie der Herr Doktor kann keine Stelle finden. An Arbeit fehlt es heutzutage nicht. Man muss nur einen anständigen Beruf haben. Warum ist er denn nicht Lehrer geworden wie ich? Als Reklamefachmann hat er kein festes Einkommen. Das mag sein. Und Sie mit Ihrer Witwenrente... Aber Herr Franke, sehen Sie mal, mein Junge hat Psychologie studiert. Er ist sehr tüchtig. Nur hat er manchmal Pech. In seiner letzten Stelle verdiente er ganz schön. Aber von einem Tag zum anderen ging die Firma bankrott. Wissen Sie, Reklame war immer seine Leidenschaft. Nur mein Fritz kann so gescheite Sätze über Seifenflocken und Waschpulver schreiben. Sie wünschen bitte? Kann ich den Herrn Direktor sprechen? Haben Sie eine Verabredung mit ihm? Nein, aber ich habe ihm einen wichtigen Vorschlag zu machen. Tut mir leid. Der Herr Direktor ist im Augenblick nicht zu sprechen. Soll ich warten? Nein, leider geht es heute nicht. Kommen Sie nächste Woche. Vielleicht hat er dann Zeit. Das ist zu spät. Dann bin ich schon in den Alpen. In den Alpen? Ja, ich habe nämlich den ersten Preis in Ihrem Preisausschreiben gewonnen. Oh, Sie sind Herr Dr. Hagedorn und fahren nach Bruckbeuren. Stimmt. Sie müssen entschuldigen. Das konnte ich natürlich nicht wissen. Sie Glückspilz. Der Herr Direktor möchte Ihnen bestimmt gratulieren. Einen Augenblick, bitte. Guten Tag, Herr Direktor. Mein lieber Hagedorn, darf ich Sie beglückwünschen? Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Bitte nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten? Vielen Dank. Sie haben ausgezeichnete Reklamesätze für unsere Produkte geschrieben. Meinen Sie das wirklich? Aber natürlich. Eigentlich wollte ich Sie etwas fragen. Bitte fragen Sie ruhig. Ich stehe Ihnen ganz zur Verfügung. Haben Sie vielleicht eine Stelle für einen Reklamefachmann? Leider ist bei uns keine Stelle frei, mein lieber Hagenorn. An Personal fehlt es uns nicht. Schade. Wissen Sie, ich suche Arbeit. Ich bin etwas knapp bei Kasse. Vielleicht können Sie mir statt der Reise einen kleinen Geldbetrag geben. Ganz ausgeschlossen. Das dürfen wir nicht.
Der erste Preis ist eine Wintersportreise. Da ist nichts zu machen. Herr Tobler will es unbedingt so haben. Wer ist denn Herr Tobler? Was? Das wissen Sie nicht? Er ist der Generaldirektor und Besitzer unseres Konzerns. Außerdem ist er einer der reichsten Männer im Land. Diesen alten Onkel möchte ich mal treffen. Wie bitte? Ich meine, Herrn Generaldirektor Tobler möchte ich kennenlernen. Ja, das möchten viele. Aber so einfach ist es nicht. Also, mein Lieber, Burgbeuren ist ein entzückender Ort. Sie werden dort eine herrliche Zeit verbringen. Sie mögen recht haben, Herr Direktor, aber... Sie müssen mich jetzt entschuldigen. Ich habe noch viel zu erledigen. Darf ich Ihnen viel Vergnügen und gute Erholung wünschen? Ich muss sagen, ich beneide Sie. Als Geschäftsmann habe ich leider keine Zeit, in die Alpen zu fahren. Auf Wiedersehen und alles Gute. Schicken Sie mir eine Ansichtskarte. Es ist nicht so leicht, Ihren Laden zu finden. Aber es ist der Mühe wert. Sehen Sie mal, bei mir gibt es eine große Auswahl. Frisch gereinigte Anzüge, beinahe neue Mäntel und Hüte. Womit kann ich dienen? Ich möchte einen Anzug. Gerne. Hier ist ein sehr preiswerter Anzug. Hellblau, reine Wolle. Gefällt er Ihnen nicht? Nein? Dann habe ich hier genau, was Sie suchen. Einen dunklen Gesellschaftsanzug mit gestreifter Hose. Er kostet nur 22 Mark. Sie können ihn im Sommer und im Winter tragen. Ganz schön, aber haben Sie nichts anderes? Was kostet dieser violette Anzug? Oh, nur 18 Mark. Sehr billig. Wollen Sie ihn nicht anprobieren? Bitte, dort ist ein Spiegel. Sitzt der Anzug nicht großartig? Er ist ein bisschen eng. Die Ärmel sind auch etwas kurz, aber dafür sind die Hosenbeine schön weit. Gefalle ich Ihnen? Nehmen Sie den Gesellschaftsanzug. Glauben Sie mir, er ist viel eleganter und kostet nur 4 Mark mehr. Nein, ich nehme das violette Modell. Ich will jemand damit überraschen. Das werden Sie bestimmt tun. Hier sind 18 Mark. Dankeschön. Na, ich sehe, Sie sind knapp bei Kasse. So etwas soll vorkommen, auch bei reichen Leuten. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Verkaufen Sie mir Ihren Mantel mit dem Pelzkragen. Ich gebe Ihnen 120 Mark dafür. Mehr ist er leider nicht wert. Auf keinen Fall. Na schön, sagen wir 125 Mark. Na, was sagen Sie dazu? Leider nein, der Mantel ist ein Andenken. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Komischer Kerl. Was für ein Paket bringen Sie denn da, Herr Generaldirektor? Das ist mein neuer Anzug für die Reise nach Burgbeuren. Darf ich mal sehen? Abscheulich. Ein uralter, violetter Anzug. Damit können Sie unmöglich herumlaufen. Und diese schrecklichen grün gestreiften Hemden wollen Sie auch mitnehmen? Jawohl. Packen Sie bitte alles in den alten Rucksack. Muss das sein? Entsetzlich. Aber diese rote Pudelmütze wollen Sie bestimmt nicht mitnehmen. Warum nicht? Tun Sie sie bitte auch in den Rucksack. Vergessen Sie die Schlittschuhe nicht. Es ist wirklich entsetzlich. Der Herr Generaldirektor will Schlittschuh laufen. Keine Aufregung, Frau Kunkel. Vater ist übermorgen wieder zu Hause. Wieso? In einem vornehmen Hotel wie dem Grand Hotel kannst du nicht wie ein Lump herumlaufen. Sie werden dich gleich hinauswerfen. Weißt du was, mein Kind? Dann werde ich das Hotel kaufen und die anderen hinauswerfen. Und jetzt will ich mal sehen, was Johann macht. Hat er schon seine neuen Anzüge anprobiert? Wie steht ihm der Frack? Wunderbar. Er gleicht einem Botschafter. Ha, siehst du, Kleider machen Leute. Frau Kunkel, ich habe eben ein Gespräch mit dem Hotel in Burgbeuren angemeldet. Lassen Sie keinen Menschen ins Zimmer, während ich telefoniere. Die ganze Sache mit der Reise ist schrecklich, Fräulein Hilde. Sagen Sie dem Hoteldirektor, er soll... Da ist mein Gespräch schon. Hallo? Grand Hotel Burgbeuren?
Ich möchte den Herrn Direktor sprechen. Einen Augenblick, bitte. Direktor Kühne am Apparat. Guten Abend. Hören Sie bitte, am Montag wird der Gewinner des Preisausschreibens der Putzblankwerke bei Ihnen ankommen. Ja, ich weiß schon. Es wird uns ein Vergnügen sein, ihn in unserem Hotel zu empfangen. Ja, sicher. Aber hören Sie bitte, dieser Gast wird Ihnen leider Kopfschmerzen machen. Er ist ein Millionär. Gnädiges Fräulein, Sie sind sehr liebenswürdig. Aber so ein Gast macht uns keine Kopfschmerzen. Im Gegenteil. Herr Direktor, dieser reiche Mann will wie ein armer Teufel herumlaufen. Er will die Menschen studieren. Sie dürfen auf keinen Fall etwas davon wissen. Aber tun Sie mir einen Gefallen. Behandeln Sie wie einen Millionär. Selbstverständlich. Hat dieser reiche Gast besondere Gewohnheiten? Ja, er bekommt jeden zweiten Tag eine Massage. Er sammelt Briefmarken. Abends muss ein heißer Ziegelstein in seinem Bett liegen. Er isst leidenschaftlich gern Nudeln mit Rindfleisch und andere einfache Speisen. Aber mit Getränken ist er sehr wählerisch. Er trinkt besonders gern französischen Cognac. Schön, wir werden alles besorgen. Sonst noch etwas? Fräulein Hilde, vergessen Sie die Katzen nicht. Psst, Frau Kunkel, unterbrechen Sie mich nicht. Ach ja, Herr Direktor, noch eins. Haben Sie siamesische Katzen? Wie bitte? Siamesische Katzen? Nein, so etwas gibt es in unserem Hotel nicht. Bitte, besorgen Sie ihm ein paar. Tun Sie sie in sein Zimmer. Gern, gnädiges Fräulein. D-Zug nach München auf Gleis 3. Abfahrt 19.38 Uhr. Euer Zug steht auf Gleis 3. Es ist schon 7:30. Habt ihr eure Fahrkarten? Natürlich. Johann hat alles besorgt. Bis München fahren wir mit dem Schlafwagen erster Klasse. Ich bin froh, du fährst wenigstens nicht schon als armer Teufel verkleidet ab. Ah, aber in München geht es los, nicht wahr, Johann? Jawohl, in München bleiben wir ein paar Stunden im Hotel. Dort zieht der Herr Generaldirektor seinen neuen Anzug an. Den abscheulichen violetten Anzug? Stimmt. Dazu trage ich das grün gestreifte Hemd. Von da an kennt man mich nur als Herrn Schulze. Alles ist genau geplant, wie du siehst. Von München nach Bruckbeuren reisen Johann und ich in getrennten Abteilen. Und er darf mich nicht kennen. Herr Schulze reist natürlich zweiter Klasse. Das klingt wie eine Kriminalgeschichte. Ja. Aber eins kann ich dir sagen. Du wirst es ohne deine komischen alten Gewohnheiten nie aushalten. Keine Massage, kein Cognac, kein warmer Ziegelstein im Bett, keine Katzen im Zimmer. Das ist zur Abwechslung ganz schön. Na, ich bin gespannt. D-Zug nach München. Abfahrt 19.38 Uhr. Bitte einsteigen. Kommt, steigt ein. Der Zug fährt gleich ab. Ja, ja, nur keine Aufregung. Johann, vergessen Sie nicht, jeden zweiten Tag ausführlich zu schreiben. Bestimmt nicht, Fräulein Hilde. Ich berichte alles ganz genau. Seien Sie beruhigt. Auf Wiedersehen, mein Kind. In 14 Tagen bin ich wieder zu Hause. Vielleicht schon früher. Auf Wiedersehen. Gute Reise. Viel Vergnügen. Polter, ist alles für unseren hohen Gast bereit? Sie meinen den Millionär, nicht wahr? Ja, den Gewinner des Preisausschreibens. Er scheint ein bisschen kindisch zu sein. Haben Sie schon einmal so einen Blödsinn gehört? Er will die Menschen kennenlernen und deshalb läuft er wie ein armer Mann herum. Geben Sie dem armen Millionär das Appartement 7 und behandeln Sie ihn wie einen Fürsten. Jawohl, es ist alles in bester Ordnung. Die siamesischen Katzen sind auch schon da. Drei kleine Kätzchen, reizende Tiere. Sie haben schon zwei Vorhänge zerrissen und einen Sessel ruiniert. Das wird ein teures Vergnügen. Der Masseur ist für morgen früh um 7:45 bestellt. Eine Flasche französischer Cognac steht schon auf dem Nachttisch.
Der Ziegelstein kommt später ins Bett. Das Zimmermädchen weiß Bescheid. Gut, aber sagen Sie niemand etwas. Es soll ein Geheimnis sein. Unsere Hotelgäste dürfen auf keinen Fall etwas davon wissen. Guten Tag, Frau Kasparius. Guten Tag, Herr Direktor. Ach, Herr Direktor, ich bin so gespannt auf den neuen Hotelgast. Welchen Hotelgast meinen Sie? Den armen Millionär. Sagen Sie mal, wie alt ist er denn? Gnädige Frau, wir können über unsere Hotelgäste keine Auskunft geben. Außerdem wissen wir nichts von einem Millionär. Herr Direktor, Sie sind ein sehr diskreter Mensch. Dann muss ich den Millionär persönlich fragen, nicht wahr? Wiedersehen. Polter, woher weiß es Frau Kasparius? Von mir natürlich. Sind Sie wahnsinnig? Im Gegenteil. Haben Sie den Wetterbericht gehört? Es soll heute schlechtes Wetter geben. Dann können die Leute nicht Skifahren. Nichts ist gefährlicher als Langeweile. Und so ein Millionär ist eine glänzende Abwechslung. Noch eins. Ein armer Mann kann unangenehm in unserem Hotel auffallen. Deshalb ist es besser, unsere Gäste wissen Bescheid. Sonst behandeln sie ihn vielleicht etwas unhöflich. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern, nicht wahr? Polter, Sie sind unmöglich. Bruckbeuren, Bruckbeuren! Herr Generaldirektor, wir sind da. Geben Sie mir Ihren Rucksack. Ich will ihn tragen. Nein, steigen Sie zuerst aus. Sie kennen mich nicht. Verzeihung, wie Sie wünschen. Entschuldigen Sie, wollen Sie ins Grand Hotel? Wie bitte? Ins Grand Hotel? Ach so, ja, es schneit ziemlich stark. Unser Hotelbus wartet vor dem Bahnhof auf Sie. Ist das Ihr Gepäck? Erlauben Sie. Ich glaube, dieser Herr will auch ins Grand Hotel. Welcher Herr? Der Herr im grauen Mantel. Sie meinen den Mann mit dem alten Rucksack auf dem Rücken? Das ist keiner von unseren Hotelgästen. Herzlich willkommen, meine Herrschaften. Womit kann ich Ihnen dienen? Reist dieser junge Herr mit Ihnen? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich reise allein. Ihr Name, bitte. Ich heiße Kesselhut. Johann Kesselhut. Ich möchte ein schönes, sonniges Zimmer haben, mit Bad und Balkon, wenn möglich. Die Auswahl ist leider nicht groß. Der Preis spielt keine Rolle. Einen Augenblick. Ich will mal auf unserer Liste nachsehen. Wie lange wollen Sie bleiben? Ungefähr 14 Tage. Aha. Zimmer 31 ist noch frei. Es wird Ihnen bestimmt gefallen. Wollen Sie bitte das Anmeldeformular ausfüllen? Wie bitte? Was soll ich da ausfüllen? Das Anmeldeformular, bitte. Ihre Personalien, Name, Adresse, Beruf, Alter, Geburtsort und so weiter. Bitte, hier ist ein Kugelschreiber. Ach so, ich verstehe. Und der Herr? Hat der Portier Ihnen schon Ihr Zimmer gezeigt? Nein, noch nicht. Mein Fall ist etwas kompliziert. Ich heiße Hagedorn und habe den ersten Preis der Putzblankwerke gewonnen. Hoffentlich wissen Sie Bescheid. Aber natürlich, Herr Doktor. Herzlich willkommen in unserem Hotel. Es wird uns eine Ehre sein, Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Wollen Sie sich zuerst Ihr Zimmer ansehen? Sehr liebenswürdig. Einen Augenblick, bitte. Der Portier weiß Bescheid. Polter, welches Zimmer haben wir für Herrn Dr. Hagedorn reserviert? Ich denke, wir geben ihm das Appartement 7. Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Es ist ein sehr schönes Appartement mit allem Komfort. Wo ist das große Gepäck des Herrn? Was für großes Gepäck? Der kleine graue Koffer, dort am Eingang, gehört mir. Ach so. Der Hausdiener wird ihn sofort in Ihr Appartement bringen. Sie wollen sich gewiss nach der langen Reise etwas ausruhen? Dürfen wir Sie zum Abendessen erwarten? Es gibt Nudeln mit Rindfleisch. Was? Nudeln mit Rindfleisch? Ehrlich gesagt, habe ich keinen Hunger. Wie Sie wünschen. Aber wir sehen Sie hoffentlich nachher noch. Ja, sicher.
Bevor ich es vergesse, Herr Doktor, interessieren Sie sich für Briefmarken? Ich habe ein paar schöne Marken gesammelt. Ja, sehr schön. Kann ich also noch mehr sammeln? Tun Sie das. Es kann nie schaden. Darf ich Sie jetzt zum Lift begleiten, Herr Doktor? Ist das Ihr Formular, Herr Kesselhut? Dankeschön. Bitte schön. Sagen Sie mal, Herr Portier, warum sammeln Sie für diesen Herrn Briefmarken? Es gibt komische Menschen. Stellen Sie sich vor, dieser junge Mann zum Beispiel ist ein Millionär. Was sagen Sie dazu? Er sieht gar nicht so aus. Er will nämlich als armer Mann auftreten. Nur so, meint er, kann er die Menschen richtig kennenlernen. Wir dürfen natürlich nichts davon wissen. Ein sehr netter Mensch, nicht wahr? Jawohl, außerordentlich sympathisch. Und er spielt seine Rolle gar nicht schlecht. Da bin ich wieder. Ich glaube, das Appartement gefällt dem Herrn Doktor. Guten Abend, Herr Direktor. Ist der neue Gast nicht ein reizender junger Mann? Seien Sie nicht so herzlos. Sie müssen mir unbedingt sagen, wie er heißt. Dr. Fritz Hagedorn. Herr Kesselhut, Sie kennen ihn? Das ist großartig. Erzählen Sie mir mehr von ihm. Oh nein, ich kenne ihn nicht. Das sagen Sie nur so. Entschuldigen Sie mich, gnädige Frau, ich muss mich jetzt umziehen. Ach, ist es denn Zeit zum Abendessen? Tatsächlich. Hier kommt schon die Baronin in ihrem grünen Cocktailkleid. Da muss ich mich auch schnell zurechtmachen. Lieber Herr Kesselhut, ich hoffe, Sie setzen sich an meinen Tisch. Aber, gnädige Frau, es gibt kein Aber. Ich erwarte Sie in einer halben Stunde im Speisesaal. Vielleicht setzt sich Ihr Freund auch zu uns. Bis nachher. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Ha, Polter, vielleicht haben Sie recht gehabt. Alle Leute sprechen von unserem kleinen Millionär. Die Baronin fragt schon den ganzen Tag nach ihm. Frau Kasparius hat natürlich auch ein Auge auf ihn geworfen. Das sind zwei unternehmungslustige Damen. Es ist vielleicht ganz gut so. Unser Gast soll sich amüsieren. Na, ich bin gespannt. Was glauben Sie, wird er zu den siamesischen Katzen sagen? Siamesische Katzen, haben Sie gesagt? Jawohl, es sind drei reizende Tiere. Du lieber Himmel. Anscheinend hat unser reicher Gast diese Katzen besonders gern. Man hat es uns telefonisch berichtet. Telefonisch? Das sind schöne Geschichten. Herr Portier, geben Sie mir schnell meinen Zimmerschlüssel. Bitte sehr. Da hat bestimmt die dämliche Frau Kunkel telefoniert. Der arme Herr Generaldirektor, ich muss ihn warnen. Aber wo bleibt er denn?